meine Damen und Herren. Und alle dazwischen und außerhalb. Wir beim ZDF Magazin Royal sind ja bekannt dafür, dass wir auch mal unangenehme Wahrheiten aussprechen. Autofahren ist geiler als Bahnfahren. Es gibt zu viele Ingwerprodukte. Darts ist kein Sport. Die Siedler von Catan sind ein unerträgliches Kackspiel, oder? Wir alle müssen sterben. Richtig gehört, sterben. Sie, ich, Markus Lanz, Sandra Maischberger, wir alle müssen sterben. Und egal wer stirbt, ob Markus Lanz, Sandra Maischberger oder Sie oder ich, wir alle müssen bestattet werden. Und darum geht es heute im ZDF Magazin Royal. Bestattungen. Es geht um das, was mit uns passiert, wenn der ganze Bums hier endlich vorbei ist. Bestattung, kennen wir alle. Lange nicht bei Opa angerufen und auf einmal beschweren sich die Nachbarn über kleine Fliegen im Hausflur und das nebenan seit Monaten Tag und Nacht ganz laut ZDF läuft. Und schwupps, findet man sich wieder in einer traurigen Polonaise Blankenese auf dem Friedhof und geht hinter Typen mit weirden Mützen her, die sehr, sehr langsam den Sarg oder die Urne tragen zum Grab. So langsam, dass man sehr viel Zeit hat, darüber nachzudenken, dass man Opa eigentlich gar nicht so gerne mochte. Die vorne mitlaufen, dürfen noch eine Rose ins Grab werfen und dann sind die Rosen irgendwann alle und dann wird nur noch Erde geworfen und dann gibt's einen Leichenschmaus bei El Greco. Opa hätte gewollt, dass wir Souvlaki essen. So, zack, fertig, Bestattung. So ist Bestattung. Und so eine Bestattung kann locker 5.000, 6.000 Euro kosten. Und da sind die extra Zwiebelringe für die gebratenen Leber noch nicht mal mit eingerechnet. Bestattet wird immer. Und darum haben Bestattungsunternehmen ein krisenfestes Businesskonzept. Aber was genau machen die eigentlich? Aus den ganzen Schaufenstern von den Bestattungsunternehmen werde ich nämlich nicht schlau. Was ist das immer, dieses Schaufenster? Ein seit 2 Monaten geschlossenes Reisebüro mietet die in dritter Generation Inhaber geführte Kleinstadtfahrschule. Dazu immer ein Hauch von Mr. Minute. Wer sich solche Schaufenster erlauben kann, ist nicht auf Laufkundschaft angewiesen. Immerhin, mit modernen und geschmackvollen Uhren, da reißen es die deutschen Bestattungsunternehmen wieder raus. Schauen Sie mal hier, diese Urne kann man echt kaufen beim Bestatter. Delfine! Das wäre auch was für mich, das passt zu dem Tattoo, was ich mir letztens im Leistenbereich hab stechen lassen. Oder auch hier eine echte Urne aus dem Bestattungssortiment, hier ein echtes, der Eiffelturm für alle, die gerne mal nach Pisa würden. Oder dieses tolle Stück. Wenn man sich in so einer Urne bestatten lässt, da geht die Sonne für einen niemals unter. So weit, so geschmackvoll, aber meine Damen und Herren, das ZDF Magazin Royal hat eine der besten journalistischen Redaktionen in Deutschland. Wir haben etwas Unglaubliches, wirklich Wahres rausgefunden. Zu jeder Urne, die es im deutschen Bestattungsunternehmen Fachhandel zu kaufen gibt, gibt es im Baumarkt einen passenden Klodeckel. Haben wir rausgefunden. Hier, da, der Eiffelturm auch, guck mal. Da, it's a match. Oder hier, das sind alles echte Urnen und echte Klodeckel. Zu jeder Urne gibt es immer im Baumarkt einen Klodeckel. Wenn Sie also nicht genau wissen, was für eine Urne hätte Opa gewollt, einfach mal einen Blick ins Gästeklo. Gern geschehen. Aber Bestattungsunternehmen, Bestatterinnen und Bestatter übernehmen natürlich nicht nur das Technische. In einer ruhigen und feierlichen Atmosphäre können Trauernde in unserer hauseigenen Kapelle einen individuellen und würdevollen Abschied nehmen. Bim, 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 bim. Wenn ich die Musik höre, fällt mir ein, ich habe noch einen Massagegutschein über 150 Mark für die Kristalltherme Bad Wilsnack. Naja. Würde, ein würdevoller Abschied. Klar, die Menschenwürde hört ja nicht mit dem Tod auf. Opas letzte Reise soll um Himmels Willen nicht so würdelos werden wie seine vorletzte mit der Mein Schiff 6. Und darum, was braucht man so für so einen würdevollen Abschied? Der Bundesverband Deutscher Bestatter. Trauer braucht Vertrauen. Trauer braucht Vertrauen. Und einen Werbesprecher, der das Mikrofon praktisch im Mund hat und dann schön noch Kompression auf die Stimme drauf, genau. Der Bundesbestand deutscher Verstatter hat recht. Trauer braucht Vertrauen. Wir wollen als Angehörige sicher sein können, dass Opa so würdevoll bestattet wird, wie er das wollte. In der Erdbeerurne. Oh, sorry. Das ist der Klodeckel. Das ist die Erdbeerurne. Trauer braucht Vertrauen. Dafür, dass Deutschland so ein langweiliges Land ist, wird in überraschend originellen Gefäßen bestattet, aber immer noch vorschriftsmäßig. Vorschriftsmäßig. Weil so schön die Erdbeerurne auch ist, nach Hause nehmen und sich Erdbeeroper ins Kallax-Regal zwischen Sherry-Cola-Dosen und Leonardo-Gläser stellen, ist nicht. Grundsätzlich gelten in Deutschland Beisetzungspflicht und Friedhofszwang. Die Vorgaben besagen, dass Särge und Urnen auf gewidmeten Friedhofsflächen beizusetzen sind. Das Aufbewahren von Urnen in der Wohnung ist deshalb in der Regel genauso verboten wie Bestattungen im eigenen Garten.
Sorry, dass ihr es von mir erfahren müsst, liebe Freigeister, Freiheitsfreaks und Querdenker. In Deutschland gibt es Beisetzungspflicht und Friedhofszwang. Fast überall. Man darf Opa selbst dann nicht die Gästetoilette runterspülen, wenn sein Klodeckel wirklich genauso aussieht wie seine Urne. Ich bin eine große Junge, was willst du machen? Diese strengen Regeln gibt es, weil in Deutschland auch nach dem Tod immer die Würde des Menschen im Vordergrund steht. Bestattungshaus zeitlos. Pietät und Würde haben einen Namen. Ja, Pietät und Würde haben einen Namen. Und zwar Würde und Pietät. Beides wichtig bei allen Bestattungen in Deutschland. Wirklich? Bei allen? Muslimische Friedhöfe in Deutschland. Kein Platz zum Sterben. Wenn Muslime Heimat finden, aber kein Grab. In Berlin werden die Plätze für muslimische Bestattungen knapp. In Deutschland leben rund 5,5 Millionen muslimische Menschen. Und es gibt keinen einzigen Friedhof in muslimischer Trägerschaft. In ganz Deutschland. Muslimische Menschen können in Deutschland oft nicht so bestattet werden, wie sie das gerne möchten. Und Stichwort würdevolle Bestattung. Islamische Bestattungen sollten eigentlich so schnell wie möglich nach dem Tod stattfinden. Das ist in Deutschland schwierig. So darf beispielsweise eine Beerdigung in der Regel erst 48 Stunden nach dem Todesfall stattfinden. Auch deshalb lassen sich viele Muslime in ihrem Herkunftsland beerdigen. Trotz der Überführung sind Beisetzungen in der alten Heimat oft schneller als in Deutschland möglich. Ich meine, wer hätte ahnen können, dass Menschen, die in Deutschland leben, auch irgendwann hier sterben. Und es gibt noch mehr Menschen, bei deren Bestattung Pietät und Würde kein Standard sind. Ordnungsbehördliche Bestattungen heißen Beisetzungen für Tote ohne Angehörige. Der Staat übernimmt die Kosten. Die Verstorbenen sollen möglichst preiswert unter die Erde gebracht werden. Ordnungsbehördliche Bestattungen. Das klingt so würdevoll. Ordnungsbehördliche Bestattungen. Deutschland, echt ein Land der Ideen. Ordnungsbehördliche Bestattungen treffen vor allem Menschen, die schon zu Lebzeiten klassistisch diskriminiert wurden, also wohnungslose Menschen, einkommensarme Menschen, Menschen eben ohne Bestattungsvorsorge. Und die soziale Ungleichheit zeigt sich dann auch noch nach dem Tod. Diese Bestattungen sind oft sehr würdelos im Minutentakt. Es wird gespart an Blumenschmuck, an TrauerrednerInnen und es gibt keinen Raum, sich zu verabschieden. Mein Gott, das klingt ja wie die Aftershow-Party von Wetten, dass. Allein 2021 wurden in Berlin rund 2500 Menschen ordnungsbehördlich bestattet, also im Auftrag der Stadt. Und zwar fast alle von ihm hier. Das ist Hartmut Voite, der Geschäftsführer von Beruliner Bestattungen und Betreiber der Kult-Website sagdiscount.de. Sagdiscount.de, die Website für alle, die kein Glück bei Immobilien-Scout24 hatten. Sagdiscount.de. Wir haben Verständnis für wirklich jeden letzten Wunsch und tun alles dafür, dass aus jeder Bestattung ein würdevoller und einzigartiger Abschied wird. Vor allem einzigartig billig. Sagdiscount.de ist für den Tod das, was der Framstach bei Penny fürs Leben ist. Ein cooler Hotspot für SchnäppchenjägerInnen. Hartmut Voites Sagdiscount.de ist einfach billiger als alle anderen in Berlin. Und darum hat die Stadt ihn direkt für fast alle ordnungsbehördlichen Bestattungen beauftragt. Seine Gegner werfen ihm vor, dass er nur deshalb so billig sein kann, weil er trickst und an allem spart, was die Würde der Verstorbenen ausmacht. Voite sieht das natürlich anders. Hartmut Voite findet, eine würdevolle Bestattung hat doch nichts mit Geld zu tun. Obwohl es schon geil ist, dass die Särge so billig sind bei sagdiscount.de. Da geht es auch über die Menge. Ich kaufe ja nicht einen Sarg im Monat, sondern ein paar hundert. Also habe ich einen anderen Preis als der Kollege an der Ecke, der nur 3 oder 4 davon kauft. Bei mir kommt der LKW, stellt Paletten ab. Trauer braucht Vertrauen. Und wer zweimal stirbt, kriegt 3% Skonto. Dit ist Berlin, dit ist Berlin. Aber warum ist Berlin, warum sind wir in Deutschland auf Discounter-Sargpaletten von Billigbestattern wie Hartmut Voite angewiesen? Als die gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2004 das Sterbegeld strichen, begann die Armut auch nach den Toten zu greifen. Bis 2004 haben die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland Bestattungen finanziell unterstützt. Für ein Mindestmaß an Würde. Es gab mal das Sterbegeld, die Älteren werden sich erinnern. Das ist aber vorbei, gestrichen und gekürzt von, hier, warte, wer war's? CDU, FDP, ach so, Rot-Grün. Unter Bundeskanzler und jetzigem Hafermilch-Influencer Gerhard Schröder, Sterbegeld. Braucht er nicht, weil er ist unsterblich. Er hat sich zu Lebzeiten bereits von innen einbalsamiert. Dank Gerhard Schröder und der rot-grünen Bundesregierung ist seit 2004 die unsichtbare Hand des Marktes in Deutschland für Bestattungen und Menschenwürde zuständig. Die deutsche Bestattungsbranche setzt im Jahr rund 2 Milliarden Euro um.
Tendenz steigend. Ein lukrativer Markt. 2 Milliarden Euro, und das ist ein sicherer Umsatz. Weil, zeig mir die Person, die nicht irgendwann stirbt. Egal ob Krieg, ob Frieden, ob Klimakleber, ob Porsche-Fan, ob gegen oder für Tempolimit auf Autobahnen. Der Tod, der bringt Umsatz, und da wollen natürlich viele mitverdienen, ist ja klar. Das Geschäft mit dem Tod. Es ist ein gewaltiger Markt, der heftig umkämpft ist. Aber die Zahl der Toten in Deutschland ist wie die Zahl der Pizzabrötchen mit Kräuterbutter, die man sich an einem Abend reinschieben kann, ohne dass einem schlecht wird. Erstaunlich hoch, aber nicht unendlich. Erstaunlich hoch, aber nicht unendlich. Bestattungen, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, sind ein Business. Und der Totenmarkt ist umkämpft. BestatterInnen müssen effizient sein und schnell und günstig, um zu closen, damit die Vertriebsoffensive läuft, damit die Zahlen stimmen. Und das kann dann zu sowas führen. Wir hören immer wieder von Angehörigen über Bestatter, aber vor allem auch durch die Mitarbeiter in Krematorien, dass die Leichen dort in einem Zustand ankommen, der nicht mehr das ist, was man pietätvoll und würdig nennen würde, dass dann noch Kanülen im Leichnam verblieben sind, künstliche Darmausgänge, Katheter oder einfach auch, dass die Leichen einfach nackt im Sarg liegen und überhaupt nicht das sind, was die Angehörigen eigentlich erwarten. Dass ich Opas Asche nicht mit nach Hause nehmen darf, darauf wird penibel geachtet in Deutschland. Aber es muss doch bei uns irgendjemanden geben, der die Arbeit von Unternehmen überprüft, die mit toten Menschen Geld verdienen. Es muss doch irgendein Amt geben oder irgendeine Behörde. Das haben wir schon mehrfach uns darum bemüht, dass die Gewerbeaufsicht in konkreten Fällen mal einschreitet. Das ist bei den Fällen, die wir hier bearbeitet haben, bislang noch nie der Fall gewesen. Das wird immer abgeblockt. Es ist nämlich so, deutsche Friedhöfe, das wissen Sie vielleicht, sind super streng reguliert. Bloß kein Torf aufs Grab, verwelkte Blumen innerhalb von 4 Wochen entfernen, bitte. Grabschmuck nur zu den toten Gedenktagen im November ablegen. Ihr Grab ist abgelaufen. So, kommt ein Kleber drauf, 2, 3 Wochen wird es platt gemacht. Und die Gießkanne darf da nicht stehen bleiben. Auf Friedhöfen in Deutschland gibt es mehr behördliche Vorschriften und Regeln als beim Bau von Ostsee-Pipelines. Aber bei allem, was zwischen Tod und Beisetzung mit den Verstorbenen passiert, da sagt der deutsche Staat, Weiß ich nicht, Digga. Würde ich lieber nicht so genau wissen. Im Land der Industrie- und Handelskammer, im IHK-Land Deutschland, werden doch wenigstens die Leute, die mit dem Versorgen und Verbuddeln von Menschen Business machen und dafür mit trauernden Angehörigen Verträge abschließen, also wenigstens die Leute, Bestatterinnen und Bestatter, die werden doch eine ordentliche Berufsausbildung haben, oder? Eine Ausbildung ist keine Pflicht, um in der Branche zu arbeiten. Alles, was man braucht, ist ein Gewerbeschein. What? Um BestattungsunternehmerIn zu werden, muss man nicht mal ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Ey, das heißt, wenn es im Spielerberater-Business nicht mehr so richtig läuft oder Online-Coaching nicht mehr kickt wie früher oder man nach 10 Jahren ZDF auch mal was mit Zukunft machen möchte, Bestattungen, das ist es. Weil, ey, gestorben wird immer. Das ist ein Naturgesetz. Genauso wie das zwischen Börse vor 8 und Tagesschau immer ein Kijimea-Reizdarm-Spot läuft. Auch das... So ist es. Wer sterben kann, kann in Deutschland auch BestatterIn werden. Ich will jetzt nicht judgy sein oder so, also Gott bewahre, aber kann es sein, dass es ein bisschen unseriös ist? Aber ey, zum Glück gibt es in der Bestattungsbranche ja dieses kleine magische Wort, das alle Zweifel und Ängste rund ums Thema Bestattung verschwinden lässt. Der Bundesverband Deutscher Bestatter. Trauer braucht Vertrauen. Vertrauen. Trauer braucht Vertrauen. Und klar... Es gibt schon total viel Vertrauen, aber der Bundesverband Deutscher Bestatter, der will noch mehr. Der setzt sich seit Jahren für eine Ausbildungspflicht für BestatterInnen ein. Für noch mehr Vertrauen. Vertrauen. In die deutsche Bestattungsbranche. Vertrauen. Und darum hat der Bundesverband Deutscher Bestatter sogar ein eigenes Ausbildungszentrum in Münnerstadt. Es gibt ein Ausbildungszentrum für BestatterInnen. Mit dem Ausbildungszentrum und dem integrierten Lehrfriedhof können wir die Ausbildung zum Bestatter auf einem hohen Niveau vorantreiben. Das sagt Ralf Michal, Traditionsbestatter aus Schweinfurt und seit letztem Jahr auch Präsident des Bundesverbands Deutscher Bestatter. Sie wissen schon, die hier. Trauer braucht Vertrauen. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, so ein Ausbildungszentrum für BestatterInnen, wie sieht das aus? Wie läuft es ab, so eine Ausbildung zum Bestatter? Weil wie eine Ausbildung beim Friseur aussieht, das kann man sich ja vorstellen. Aber Bestatterlehrling und Bestattermeister, wie muss man sich das konkret vorstellen? Keine Ahnung, irgendwie. Wene, Eckart, Wene, Su, du bringst jetzt mal als praktische Übung die Frau Bredenbeck mit dem Ofen, mit dem Hänger zur Verbrennung. Oh Meister, oh Meister.
Ich weiß aber gar nicht, ob die bei dem Mofa auf den Hänge passt. Finne, Finne, schnack nicht. Egert, Finne, komm hier, ich zeig dir dazu. Dann nimmst du einen Tüdeldraht und machst die Jungfrau Bredenstedt drumherum. So, fertig. Sag mal, Finne, wieso habt ihr den Fuß von Frau Bredenstedt denn falsch rum angenäht? So geht das nicht. Oh nee, jetzt gibt's Megge vom Meister. Oh, haue, haue, ha. Mensch, Finne, Trauer braucht Vertrauen. Und jetzt gehst du bitte noch mal mit dem Zehwa über Frau Bredenberg drüber, sonst suppt das doch. Eiskalt wie Flaschbier, Ausbildung zum Bestatter. Ey, kleiner Spaß, ne, kleiner Spaß ist eine Comedy-Sendung. Aber im Ausbildungszentrum für BestatterInnen wird natürlich, da wird natürlich nicht kein Quatsch gemacht, da wird mit Würde und Pietät ausgebildet. In Münnerstadt werden seit 2010 sogar Meistertitel vergeben und Thanatopraktiker ausgebildet. Fachleute für Totenmasken, Einbalsamierungen, Rekonstruktion zerstörter Leichname. Bestatter, das ist ein Handwerk, klar. Da braucht man natürlich irgendwie einen Einblick auch in die Praxis als Auszubildender. Und Ausbildung geht am besten mit echten Toten. Ist ja auch eigentlich kein Thema, wenn man das vorher mit den Angehörigen abspricht. Oder wie war das damals, Ralf Michael? Die Hinterbliebenen waren nicht informiert. Ein Schweinfurter Bestatter soll Leichen in ein Ausbildungszentrum gebracht haben. Gegen den Mann wird nun wegen Störung der Totenruhe ermittelt. Oh, hau er, hau er! Einmal kurz zu doll vertraut und schwupps hat der Undertaker von Schweinfurt die Verstorbenen ins Ausbildungszentrum bringen lassen, ohne dass die Angehörigen davon wussten. In mindestens 3 Fällen. Aber keine Sorge, die Totenruhe wurde nicht gestört. Bestatter freigesprochen. Die Angehörigen haben den Bestatter laut Gericht beauftragt und ihm die Totenfürsorge mit übertragen. Daher sei der Transport ins Ausbildungszentrum nicht strafbar. Es war nämlich so, Ralf Michael hat sich die Totenfürsorge übertragen lassen und auch in den Vertrag reingeschrieben, dass er Dritte beauftragen darf, sich um die Verstorbenen zu kümmern. Es stand halt nur nicht drin, dass die Verstorbenen dann noch kilometerweit über die B286 oder andere fränkische Panoramastraßen nach Münnerstadt kutschiert werden. Genaue Hinweise zum Ort, an dem diese Behandlung durchgeführt werden sollte, machten der Angeklagte sowie seine Mitarbeiter aus Pietätsgründen nicht. Ja, wir haben den Verstorbenen durch Halbfranken gekarrt, damit unsere Bestattungsazubis lernen, wie man die Menschenwürde achtet, also in der Praxis. Aber aus Pietätsgründen haben wir den Angehörigen lieber nichts davon erzählt. Das steht so im Urteil des Amtsgerichts Schweinfurt. Trauernde mit Details zu belästigen, ist nämlich einfach pietätlos. Ich habe das Gefühl, nicht Trauer braucht Vertrauen, sondern Bestattungsunternehmen brauchen Vertrauen, damit sie machen können, was sie wollen. Denn im Grunde können sie das. Da ist das Ausbildungszentrum nur ein Beispiel dafür. Und damit sich keiner traut, mal nachzufragen, versteckt sich die Bestattungsbranche gerne hinter Begriffen wie Pietät und Würde und Vertrauen und hinter wirklich sehr, sehr hässlichen Schaufenstern. Was ist da eigentlich los, Alter? Im Schaufensterbereich. Das heißt natürlich nicht, dass alle Bestattungsunternehmen Herr Böhmermann, es ist Zeit. Was? Jetzt schon?